Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, heute geht es um das Thema Wähle dein passendes Linux. Und zwar hat der Linux Guide mal diese wunderschöne Grafik hier gepostet vor ein paar Tagen. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen intensiver mit dieser simplen Matrix hier beschäftigt. Und ich muss sagen, ja, das ist wirklich ein guter Ansatz, wie man halt eben seine persönliche oder sein passendes Linux herausfinden kann, ne? Angefangen mit der Frage nach der Oberfläche, modern, traditionell, Erfahrung, vorhanden, ja, nein. Und ob man aktuelle oder noch aktuellere Software haben möchte. Und dementsprechend hat man ruckzuck, hat man sein passendes Linux gefunden. Also nach dieser Matrix zum Beispiel müsste bei mir jetzt eigentlich Fedora rauskommen. Ich bin immer hier noch bei Ubuntu, diesem klassischen mit GNOME Desktop. Aber da die Matrix das ja jetzt so vorgibt, werde ich Fedora auf jeden Fall nochmal, nach etlichen Jahren, nochmal intensiver testen. Das werde ich auf jeden Fall machen. Und wer weiß, vielleicht schreibe ich so rüber nach Fedora. Dann ist mir noch aufgefallen, dass die Matrix für meinen Geschmack etwas zu knapp ist. Also ich würde da noch ein paar mehr Zweige einbauen. Und deshalb habe ich mir mal die Mühe gemacht, eine eigene Matrix erstellt. Die sieht bei mir so aus. Ist im Endeffekt genauso wie beim Linux Guide, habe ich im Endeffekt 1:1 übernommen. Nur ich habe zum Beispiel jetzt hier noch einen leichten Abzweig hinzugefügt. Warum habe ich das gemacht? Weil gerade für diejenigen, die vielleicht, sage ich mal, einen schwächen Computer haben, zum Beispiel ist das interessant, oder die einfach nur sagen, ich habe so ein Programm im Hintergrund laufen, das braucht absolut viel Arbeitsspeicher. Und genau, das wäre bei mir zum Beispiel der Fall. Im Keller habe ich einen schwachen Computer. Und dann habe ich auch gesagt, nee, seine Hauptaufgabe ist Rechnen, weil da rechenintensive Programme drauf laufen. Und ja, deswegen muss der Abzweig, muss der Computer leicht sein, sage ich mal. Ne? Einfach nur mal ein Beispiel. Weshalb ich gesagt habe, leicht ist eigentlich immer noch ein Thema, auch in der heutigen Zeit. Und ja, genau. Was habe ich noch verändert? Bei dem modernen Abzweig, das wäre hier das Orange, ne? Ich markiere das mal. Das habe ich, meine ich, 1:1 so beibehalten. Mal kurz gucken. Modern, ja, das ist gleich geblieben. Und habe dann einfach nur bei traditionell, habe ich da noch eine Ergänzung hinzugefügt. Das wäre dieser Bereich hier. Habe hier nochmal unterschieden zwischen aktueller und stabiler Software. Ja, auf jeden Fall, ich fange mal hier an. Und weil die Frage ja jetzt hier nach der Oberfläche geht, habe ich natürlich dementsprechend auch die passende Oberfläche dort hinzugefügt. Das geht aus der anderen Matrix auch nicht hervor. Da wird einfach nur gesagt, Ubuntu, OpenSUSE, PAM, fertig. Auf der Homepage von den jeweiligen Hersteller ist gefragt, oder bei den meisten zumindest, ja, welchen Desktop willst du denn runterladen? Ne? Und deswegen habe ich dann auch immer die Oberfläche gewählt, die eigentlich standardmäßig für das jeweilige Linux ja auch vorgesehen ist. Bei OpenSUSE ist traditionell immer KDE, bei Ubuntu GNOME und so weiter. Auch wenn andere Desktops angeboten werden, es gibt eigentlich immer nur einen Hauptdesktop, sage ich mal. Und so habe ich das Ganze betrachtet. Und ganz klar ist für mich auch, für den Neuling, den absoluten Neuling, der einen traditionellen Desktop haben möchte, also ja, was vielleicht Windows nah ist, sage ich einfach mal, gibt es eigentlich nur einen Linux und das heißt Linux Mint. Mit seinem Cinnamon Desktop. Und für den traditionellen Erfahrenen, ja, da kann ich mit gutem Gewissen dann auf jeden Fall OpenSUSE empfehlen, weil man doch an der einen oder anderen Stelle da schon noch so ein bisschen Hand anlegen auch muss. Wenn es einer mag, warum nicht? Da stellt sich eigentlich nur die Frage, brauche ich immer den allerletzten Schrei, das Neueste vom Neuesten, der sollte Tumbleweed nehmen, wer es doch lieber ein bisschen stabiler haben möchte, der nimmt dann dementsprechend Leap. So, und jetzt kommen wir zum Abzweig modern, dazu zähle ich. Ja, und im Endeffekt steht bei modern, das wäre dieser Abzweig hier, wenn ein Neuling sagt, okay, ich möchte einsteigen, ich möchte nicht so eine Oldschool-Oberfläche haben, ich möchte schon was Modernes haben, bin aber trotzdem Neuling und für den gibt es eigentlich nur eine Wahl, Ubuntu mit GNOME Desktop. Und der Erfahrene hat natürlich wieder die Wahl zwischen stabiler Software oder aktueller Software.
dann entweder dementsprechend Fedora oder Manjaro. So, und dann kämen wir noch zu dem leichten Abzweig, das wäre dieser Bereich hier. Ja, ich habe mich entschieden für Linux Lite. Das beruht ja auf Linux Ubuntu. Und ja, XFCE ist eigentlich auch ein recht einfacher Desktop. Kann ich sehr gut empfehlen. Oder wenn einer ein bisschen erfahrener ist, der kann dann natürlich auch dann Peppermint nehmen als Beispiel. Was ja jetzt in dem Sinne nicht mehr auf Ubuntu basiert, sondern auf Debian. Ja, so habe ich mich entschieden. So, und dann habe ich hier noch ein Abzweig hinzugefügt. Und der hat mit der Oberfläche gar nichts zu tun. Das ist für die Benutzer, die sagen, ich benutze schon seit 20 Jahren Linux. Die Oberfläche ist mir egal. Ich kann alles. Ich brauche eine Herausforderung. Ich brauche nicht sowas Fertiges von der Stange. Ich möchte schon hier ja, selbst Hand anlegen, sage ich mal. Ich möchte aktiv mein Linux gestalten. Ne? Klar, warum auch nicht? Das macht auch Spaß, was ich teilweise auch schon gemacht habe. Da muss man sich natürlich die Frage stellen, fange ich mit der Herausforderung erstmal gerade an? Ne? Möchte aber trotzdem das Ganze ein bisschen oldschool haben, trotzdem leicht zu installieren oder relativ leicht zu installieren, möchte aber doch viel selbst noch entscheiden können. So, das wäre der erste Abzweig. Da habe ich dann gesagt, und für den kommt nach meinem Empfinden eigentlich nur Slackware in Frage. So, schreiben wir es mal richtig. Ja, bei Slackware zum Beispiel hat man jetzt natürlich dann die Möglichkeit, bei der Installation schon selbst vorweg sehr viel mitzuentscheiden, welche Software und so weiter, welche Oberfläche und so weiter. Deswegen habe ich dann Slackware gewählt. Man sagt, ja, das ist mir trotzdem noch ein bisschen zu wenig. Und wenn es dann installiert ist, alles noch so ein bisschen oldschool. Und ich weiß nicht, gibt es da nicht noch eine Alternative, das so ein bisschen moderner ist? Und da käme für mich dann Magento in Frage. Der Nächste sagt, nee, also bei aller Liebe nicht. Also ich möchte noch mehr Selbsthand anlegen. Ich möchte wenigstens das Ganze so ein bisschen so in, ja, sagen wir mal, in Modulen mir selbst aufbauen. Und auch entscheiden, welche Treiber und so weiter ich installiere. Ja, ich brauche schon eine hohe Herausforderung. Für den wäre, denke ich mal, Linux Arch eine gute Alternative. Und dann komme ich schon langsam in den Bereich rein. Ich bin ein Crack. Nee, sagt er sich. Selbst Linux Arch bzw. Arch Linux ist mir immer noch ein bisschen zu langweilig. Ich möchte noch mehr in die Tiefe hineingehen, in die Linux-Welt hineingehen und noch mehr selbst Hand anlegen. Ja, für den kommt dann eigentlich im Endeffekt dann nur noch Linux from Scratch in Frage. Hier kann man eigentlich von Grund auf sein eigenes Linux-System selbst installieren. Ja, und jetzt kommt der absolute Supercrack. Der sagt sich, alles gut und schön. Aber im Endeffekt bei Linux Scratch wird ja auch schon zumindest textmäßig von der Homepage ungefähr vorgegeben, was ich zu machen habe. Und da sind mir auch eigentlich viel zu viele Module noch drin. Und ich weiß nicht, ich will wirklich komplett alles selbst machen. Was macht der denn? Der sagt sich, ich nehme mir den Kernel, mehr nicht. Ich nehme mir nur den nackten Kernel und baue mir komplett alles neu. Schreibe auch den Bootmanager, schreibe ich mir auch selber. Ich brauche da kein Lilo, kein Group oder sonstiges. Ich mache mir wirklich alles selbst in dem Sinne. Benutze vielleicht noch ein paar Sachen aus dem Kernel hinaus. Und alles, was ich nicht brauche, schmeiße ich sowieso aus dem Kernel raus. Das wäre dann für mich der Supercrack. Ja. Wie seht ihr das Ganze? Würdet ihr die Matrix vielleicht ein bisschen anders gestalten? Würdet ihr vielleicht noch mehr Abzweige hinzufügen? Würdet ihr ganz andere Linux-Varianten wählen? Weil es gibt ja über 300 Stück. Da kann man ja die bestimmt auch noch andere nehmen, ne? Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!